Moment, ich fahre mal ein Stück hinterher. Motor starten wäre vorteilhaft. So, dann bin ich mal gespannt. Dann düst da mal hin. Bin gespannt, ob ich das damit reingeladen kriege. Müsste eigentlich, weil ins Lager geht's auch. Komme ich hier nicht Oh, raus? Doch, hier. bin ich fast durch dieses Feld gefahren vom Nachbarn. Ich sehe auch gerade wieder diese blöden Fliegen. Wir können diesen, ja, da wir ja keine Strohballen haben, können wir auch den Strohballeneinstreuer wieder verticken. Es sei denn, warte mal, was geht da rein? Wie viel Liter? Ein Ballen. Ja, also kannst du auch kein loses Stroh reinmachen, dann können wir den verticken. Der zerschreddert ja die Ballen selber. Ja, sonst hätte ich gesagt, dann nehmen wir den trotzdem zum Stroh ein, wenn wir loses reinmachen, aber ich glaube, das wird der gar nicht annehmen. Wenn du sowas möchtest, haben wir unseren stationären hier Ballenschredder. Ja. Ja, nee, mir ging es ja darum, um das halt, ne, realistisch zu halten, aber ich. Jetzt habe ich halt gerade eben gedacht, vielleicht kann man ja da so Stroh einfüllen, aber ich denke, das wird er nicht annehmen. Macht er nicht. Glaube ich auch nicht. Vor allem, wenn, wie viel passt da rein? Uff. Glaub. Ja, wenn ein Ballen reinpasst, dann werden da, obwohl der Ballen ist gepresst. Ja, man weiß, ja, komm, dann können wir den verticken. Den brauchen wir dann leider nicht mehr. Eigentlich auch schon wieder schade. Wo haben wir den denn? Ich gespannt. Okay, 17.000 wieder. Wenn wir ihn zum Shop fahren, kriegen wir mehr dafür. Ob ich gleich mit dem Überladewagen die Pferde füttern kann? Ja, locker. Bist schon da? Hm. Moment, was tiefer mit dem Rohr? Jo. Na? Voll. Echt jetzt? 16.000 Liter. Kann ich 16.000 Liter für vier Pferde. Jetzt hoch? Boah. Ja, also noch dreimal so viel. Sind dann 48, ne? Die wir noch brauchen. 48.000 Liter. 68. Was? Ja, dreimal so viel, ja, klar. Ja gut, die könnten wir. Okay, dann ist das. Die könnten wir vielleicht doch von dem Feld runterbekommen. Könnte knapp werden. Ausprobieren. Guck mal, ich habe das eine Pferd jetzt geritten. Kann ich das jetzt striegeln? Normalerweise, das hättest du gleich nach Reiten. Mit dem Striegel, also beim Reiten schwitzt das Pferd ja. Und durch das Striegeln reizt du auf Deutsch gesagt den Dreck und den Schweiß aus dem Fell von dem Pferd. Striegeln. Genau. Der bewegt sich. Jetzt kann ich ihn nicht mehr striegeln. Bist vielleicht schon fertig, oder? Gott. Tatsache. Oh, ist das toll! Scheiße. ja, gut. Wir haben unsere ersten Tiere. Wie viel war es noch drin? 4.000? Ja, mach Bombe, perfekt. Zack, alles drin. 5.400 waren es noch. Hier liegt überall Getreide drin. Das muss so sein. Achso. Das ist ein Zeichen, ey, du hast ein Lager. Ah, ich verstehe. Ja, check, check. Aber hey, bei der Nordfriesischen ging das mir mal so. Boah. Da habe ich auch mal bei so einem Verkaufstricker abgeladen und der hat es nicht angenommen. Dann habe ich diesen Tricker, dieses Sieb, zugeschüttet. Ja. Aber jetzt nicht durch Steuerung I für hier abladen, sondern ganz normal. Er hat es angezeigt, er wollte es haben. Ich lade es ab und er zeigt mir imaginär im Mittelfinger. Krass. Alter, Ja, es gibt. da lag die Ladung halt
Im Gitter drin, ich habe die nicht mehr rausbekommen. Da habe ich mir auch gedacht, so super toll. Ich fahre den Überladewagen jetzt zum Häcksler. Oder? Mach das. Weil ich denke mal, der Drescher, der Oh, was ist das kann ja denn? noch mal. Das ist doch krass. Was baust du? Bäume. Die nehmen ein bisschen groß. Ich hör's bei dir die ganze Zeit. Brumm. Irgendwas kostet richtig Kohle. Ja, ein bisschen. Alter. Es gibt Palmen. Ja. Bin Aber. ich heute in Versuchung geraten. Hab mir überlegt, wäre doch was Cooles. Aber ich habe dann gesagt, Ralf, du machst. Die sind ein bisschen. Bisschen groß. Die Bäume hier sind ein bisschen groß. Vor allem diese zwei da, die so ganz teuer waren. Wie viel haben die gekostet? 7000 oder so? Was bringen die, wenn du die umsägst? Keine 7000. Ne, Nein, sondern 9, oder? weniger auf jeden Fall. Wenn du die als einen ganzen geraden Stamm abgibst. Ich glaube, Holz ist ja nicht mehr so rentabel hier, ne? Ja, die müssen möglichst lang und möglichst gerade sein. Am besten an einem Stück. Ohne Äste. Ja, Wie aber willst wie du? willst du den da hinkriegen? Ich wollte gerade sagen, wie willst du den hier durch die Landschaft bringen? Das wäre mal so ein Mammut-Forstprojekt. So nach dem Motto, wir roden uns eine Schneise durch den Wald Richtung Sägewerk. Wenn es endlich den Fuchs gibt und noch das ein oder andere Forst-Tool, bin ich auch absolut bereit, eine geile Forst-Map zu bauen. Dann baue ich mir mit genau diesen Bäumen den Wald, Alter. Rum, so eine Art Skitter, so ein richtiger, weißt du, so Holzfäller extrem, so ein Skitter, riesige Ballonreifen und Genau dann gib ihm. sowas. Den Fuchs und weiß der Geier Ja. halt. Aber es müsste noch einfach ein paar mehr Forst-Sachen geben. Dann mache ich da auch auf jeden Fall mit. Dann Boah. bauen wir uns eine Forst-Map und machen noch ein Forst-Projekt. Überall diese Vögel. Alter, wie der ganze. Alter, der Stamm ist total labil. Stell dich mal hier und guck mal nach oben. Nee, nee. Happy Lappy, aber happy. Gleich kacken. Ganze Baum, Alter. Umarmst du auch deinen Baum? Ja, Ist doch, ja. doch schon so spät. Traue mich nicht. Dann haben wir hier so einen verkackten Baumstamm. Ja, aber wenn dann so in der Höhe, oder? So in Mannshöhe. Da kommt ein Schild dran, hier war Ja, mal einer gestanden. ja. Wenn wir dazu noch ein Baumhaus reinkloppen könnten, wäre toll. Das ist wieder ein anderes Spiel. Ja. Ja, gut, ich glaube, wir machen hier Feierabend. Das ist jetzt zum Schluss doch tatsächlich irgendwie noch ein bisschen Jetzt artet ausgeartet. es aus. Da muss aber Ja. auch mal sein. Ja, natürlich. Vor allem, je später es wird, umso dümmer wird man auch, ne? Aber ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ist ja wieder ein bisschen was zusammengekommen heute, trotz aller Pannen, die wir hatten. Und das waren jetzt nicht gerade wenige. Ja. Aber wir haben sie gemeistert. Auf jeden Fall. Und läuft eigentlich erstmal jetzt ganz gut, bis auf das eine oder andere, was wir vielleicht nochmal ausmerzen können. Wir müssen mal gucken, warum die Fahrzeuge teilweise so langsam unterwegs sind.
Oder meine Konsole nicht mehr kontrolliert. Genau, warum die Konsolen nicht mehr gehen, das werden wir auch mal nachgucken. Dann besorgen wir uns noch ein richtig geiles Auto, womit wir die Pferde transportieren. Und irgendwas wollten wir Und noch so. gucken. Ich weiß es nicht mehr, aber bis zum nächsten Mal haben wir es auf jeden Fall wieder rausgefunden, was wir noch wollten. Dann sage ich erstmal für die Aufnahmesession ciao und reingehauen.